Mm, super, wir haben das Daycare mit den ganz Kleinen und dann haben wir diese Afterschool-Nachhilfe plus eben noch Kreatives und Musik und all das. Und dann gibt es ja auch immer wieder Studenten, die haben sehr viel Potenzial und sollten gefördert werden. Ja. Was machen wir mit unserem Scholarship-Programm? Genau, in unserem Scholarship-Programm ist es 7. bis 12. Klasse, wo wir uns auf Teenager fokussieren, wo wir sehen, die haben ein Herz für Bildung, wo wir auch verstehen, okay, Bildung ist der Weg aus der Armut raus. Und da ist wirklich unsere Vision, christliche Leiter zu entwickeln, weil wir sehen einfach, dass auch hier eben auch vom Regierungssystem ist es ja sehr autoritär und sehr... Von oben nach unten. Von oben nach unten. Und wirklich, wo wir sehen, Kambodscha braucht junge Leute, die in Frieden und in Liebe aufstehen und dieses Land verändern. Mhm. Und da sehen wir, dass Jesus Menschen verändern kann. Und das sind Teenager, die gehen am Morgen dann in eine Privatschule, die wir bezahlen, haben am Nachmittag Hausaufgabenzeit oder auch Nachhilfe und arbeiten dann in verschiedenen Bereichen im ICF, also verschiedene Praktika und lernen dort auch verschiedene Arbeitsbereiche kennen, um sie auch charakterlich zu fördern und auch so, okay, nee, auch sie für die Arbeitswelt vorzubereiten und dass sie auch, wenn sie Grade 12 abgeschlossen haben, schon auch was vorweisen können. Also, dass sie wirklich so, hey, ich hab ein Jahr in Technik gearbeitet, ich habe ein Jahr in IT gearbeitet, ich weiß, wie ich einen Laptop benutzen kann. Mhm. Und dann fokussieren wir uns aber auch sehr mit den Scholarship Coordinatoren, um wirklich auch Mentoring-Meetings anzubieten. Manchmal machen wir es in Kleingruppen oder wenn wir Special Case haben, auch wirklich 1:1. Weil wir müssen eben, was ich davor erzählt habe, die Eltern kommen alle aus einem Krieg heraus. Es war wirklich auch das Ziel von dem Pol Pot-Regime, ja, Leute zwangs zu verheiraten, wo es okay, der Mann ist 50, das Mädchen ist 12, machen wir zusammen. Das war wirklich das Ziel, Familienbilder zu zerstören. Also diese ganzen Ehepaare, was wir in Kambodscha haben, ist nicht das Ehebild, das Familienbild, was sich Gott vorstellt. Mhm. Und darunter leiden natürlich immer noch die Teenager, immer noch die Kinder. Und darum wollen wir durch diese Mentoring-Meetings ihnen auch wirklich die Plattform geben, dass sie sich äußern können, wie es ihnen geht, wo haben sie Probleme, ihnen Gebet anbieten, ihnen einfach durch die Bibel auch Weisung zu geben. Mhm. Und vor allem einfach dies, was wir wirklich bekämpfen müssen, ist dieses Karma, okay, mein Leben ist, wie es ist und ich muss es einfach akzeptieren und wenn ich halt arm geboren bin, dann ist es eine Strafe aus meinem vorherigen Leben und ich muss, und ihr sagen, nein, das ist nicht eine Strafe, du bist hier und das ist dein Leben und Gott gibt dir unterschiedliche Talente, die du entwickeln kannst oder eben nicht entwickelst, aber du bist, wie wir in Deutschen sagen, deines eigenes Glückes Schmied. Warte nicht auf das Glück und dass sich irgendwas verändert, sondern du bist verantwortlich für dein Leben und das braucht einfach Zeit. Mhm. Und es ist natürlich auch anstrengender, wie einfach zu sagen, oh, ich bin halt einfach arm und das ist mein Leben und so. Mein Schicksal, ja. Genau, nichts machen. Und da sehen wir aber auch, dass viele Teenager wirklich darin aufblühen, wenn sie realisieren, ich muss es nicht akzeptieren. Ich kann was verändern. Es ist harte Arbeit, aber im ICF sind Menschen, die mich darin unterstützen und so das gut. Begeistert uns sehr. So gut. Ich liebe das, dass wir als ICF die gute Botschaft bringen. Das ist das eine. Und dann gleichzeitig auch sagen, wir wollen, dass die Kinder die Schule abschließen können, auf ein gutes Level kommen, um eben diesen Kreislauf der Armut zu durchbrechen.